Liebe Bananas-Freunde, wie viele ernsthafte, verantwortungsbewusste Menschen, so beschäftigen wir uns auch mit dem Problem der Umweltverschmutzung. Was die wenigsten Menschen wissen, das größte Abfallprodukt auf dem Erdball ist die Innenrolle vom Toilettpapier. Alle reden nun von Recycling. Wir haben uns gedacht, wir praktizieren einmal Recycling. Das heißt, wir werden euch jetzt mal einige Beispiele zeigen, wie man dieses Papröllchen vernünftig wieder einsetzen kann als Gebrauchsgegenstand. Herbert hat uns da einige Beispiele mitgebracht. Herbert, ja. Zeigst du mal bitte? Ja, relativ einfach ist ein Fernrohr herzustellen. Ja. Dann etwas schwieriger ist es, aber ich habe es gleich fertig, ein Fernglas. Ganz klassisch, ja. Gerd, du hast uns da auch etwas mitgebracht? Ja, also wenn jemand vielleicht ein Ei zu Hause hat, ne, und nicht weiß, wohin damit, dann gibt es also hier die Möglichkeit, das Ei dann hier in den Eierbecher zu stellen. Also Eierbecher. Ja, gut, schön. Und Olivia? Ja. Also ich habe hier wirklich was Nützliches. Ich meine, es ist uns allen schon mal passiert, dass wenn man Gäste zu Hause hat, dass sie nicht wissen, wo das Bad ist oder das Klo. Dann nimmt man diese Papierrolle, zieht die hier auf, schreibt Bad drauf und man hat den schönsten Wegweiser. Tja, da kann ich nur sagen, also dann bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht in unserer Reihe schnell gebaut, rasch versaut. Und zwar modellieren wir dann mit Kartoffelsalat. Nur einmal noch. Du musst noch mal mitmachen. Also hört mal zu, Jungs. Ich will neu anfangen. Ich kann das nicht machen. Ich muss auch mal an meine Familie denken. Ein allerletztes Mal. Nein, ich will ein anständiges Leben anfangen. Ich mach das nicht. Dich erkennt doch keiner. Du musst es für deine Freunde noch einmal machen. Du brauchst ja bloß den Wagen zu fahren. Also gut, wenn es dann unbedingt sein muss. Wählt CSU. Wählt